Moin moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du das Symmetrieverhalten bei einer gebrochenen rationalen Funktion ganz einfach bestimmst. Und zum Schluss gibt es sogar noch eine kleine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Na dann, wenn wir die Symmetrie oder eben das Symmetrieverhalten einer Funktion überprüfen, prüfen wir zum einen auf Punkt- und auf Achsensymmetrie. Hier lässt sich schon bei der gebrochenen rationalen Funktion erkennen, dass es hier eben keine Punkt- und auch keine Achsensymmetrie gibt. Das macht das erfahrene Auge. Aber du musst natürlich in der Prüfung, weil dein Lehrer oder dein Prof diesen Fetisch haben, das Ganze nochmal schriftlich erklären. Und das machen wir jetzt. Also, wenn ich auf Achsen- und Punktsymmetrie prüfen möchte, dann starte ich direkt los mit der Achsensymmetrie zur Y-Achse. So nennt sich das nun mal. Wie mache ich das? Ich nehme meine Funktion, wo ich eben auf Achsensymmetrie prüfe, und setze diese gleich mit f von minus x. Also f von x bedeutet nichts anderes als y, aber meine Funktion ist gleich dasselbe wie f von minus x. Weil wenn diese Bedingung gegeben ist, dann ist es achsensymmetrisch. Was bedeutet das zu Deutsch? Also du nimmst deine Funktion, die du gegeben hast, und überall, wo du vorher ein x drin hattest, setzt du nun minus x ein. Einfach nur austauschen, wie so ein neues Unterhöschen am nächsten Morgen. Und nun verrechnest du das einfach sauber. Bedeutet, schau mal her, hier steht ja minus 2, Klammer auf, minus x, Klammer zu, hoch 2. Bedeutet nichts anderes als minus x mal minus x. Und minus x mal minus x, das ergibt plus. Das bedeutet, im Klartext kommt hier raus minus 2 mal zwischen der Klammer und der 2 ist mal, das macht man aber nicht immerhin, x hoch 2, weil die minus x mal minus x ergab dann wiederum x hoch 2. Nur ein Positiv. Und das Ganze auch hier unten. Meine 3 multipliziere ich mal die minus x. Und 3 ist ein positiver Wert, mal einen negativen Wert wird zu einem negativen Wert. Das bedeutet, aus anfangs 3x wird nun minus 3x. Und so verrechnest du das einfach sauber. Wenn es jetzt noch nicht so ganz gut sitzt, ich habe auch ein Symmetrieverhalten-Video, wo ich das anhand von verschiedensten Beispielen der super ausführlich erkläre, zieh dir das einfach mal rein, danach verstehst du es definitiv. Und wenn ich das Ganze sauber ausgerechnet und zusammengerechnet habe, dann mache ich genau das, was hier oben steht. Ich nehme meine Ausgangsfunktion, meine ganz normale Funktion, diese setze ich gleich mit dem Blödsinn, was ich gerade sauber ausgerechnet habe, indem ich aus x minus x gemacht habe, das Ganze verrechnet habe mit eben diesen Regeln hier und dann vergleiche ich diese. Und ich merke schon eins, oben minus 2x² stimmt, minus 2x² passt, aber unten im Nenner, also unten im Bruch, hier steht 3x und hier steht minus 3x. Und darum ist das Ganze hier nicht identisch. Und wenn das eben nicht identisch ist, dann ist es auch nicht achsensymmetrisch. Also gibt es hier keine Achsensymmetrie. Wenn das jetzt identisch gewesen wäre, dann wäre es achsensymmetrisch gewesen. Kommen wir zur Punktsymmetrie, und zwar zum Koordinatenursprung. Wie mache ich nun das? Naja, ähnlich. Ich setze mein minus f von x gleich mein f von minus x. Bedeutet, den Bad Boy, den wir vorhin in der Disco kennengelernt haben, hier, da, den haben wir ermittelt, den setze ich nun gleich mit minus f von x. Also, ersten Part habe ich, check, minus f von x muss ich nur noch erzeugen. Was mache ich wieder? Ich nehme meine ganz normale Funktion, wo ich eben auf Symmetrieverhalten prüfe, oder jetzt eben auf Punktsymmetrie, und setze diese komplett in Klammern und baller ein Minus davor. Und nun rechne ich dieses Minus in die Klammer rein, weil ich die Klammer nicht mehr haben möchte. Bedeutet, bei einem Bruch ist es wichtig, dass wenn du irgendwie ein Minus jetzt halt hier reinrechnen möchte, dann schaue ich mir die obere Zahl an, also den kompletten oberen Teil. Da mache ich jetzt einen Vorzeichenwechsel, weil Minus mal Minus ergibt ja Plus. Das haben wir hier unten gelernt. Oder einfach mit anderen Worten gesagt, ich lasse dieses Minus hier und die Klammern weg und mache hier oben Vorzeichenwechsel. Aus minus 2x² wird 2x². So hat sich das Vorzeichen gewechselt. Aus minus wird plus. So kannst du es dir auch merken. Und alle anderen Parts, die hinten dran hängen irgendwie, Beispiel meine minus 2 hier, auch die muss ich mit, weil die in der Klammer drin sind, mit der minus 1 hier behandeln. Hier steht zwar Minus, aber du kannst auch gedanklich dir eine minus 1 hier vorstellen und ein Mal zwischen der Klammer und der 1 dann. Aber das macht man eben nicht hin. Und nun rechne ich diese Minus mal die Minus 2
Und das bedeutet, Minus und Minus wird zu Plus. Und darum haben wir hier unten Plus 2. Nun habe ich einfach im Endeffekt das Minus in die Klammer rein multipliziert, Chaka, oder eben die Vorzeichen hier umgedreht. Und dadurch ist das Minus und die Klammern weg. Und nun habe ich mein Minus f von x. Und nun setze ich das wieder ein, Minus f von x, links eingesetzt, rechts mein f von Minus x. Das habe ich ja hier schon sauber berechnet gehabt. Und dann vergleiche ich wieder. Oben 2x², hier oben Minus 2x². Puff, ich kann schon aufhören zu überprüfen. Das ist nicht identisch. Und darum haben wir hier keine Punktsymmetrie. Oder eben auch, das Ganze ist nicht punktsymmetrisch. Hier habe ich noch eine kleine Übungsaufgabe für dich. Probier es doch mal selbstständig, halt das Video an und prüfe bitte auf Punkt- und Achsensymmetrie. Richtig, diese Funktion, wenn du das dann eben sauber eingesetzt, ausgerechnet und verglichen hast, wirst du merken, dass nichts von beiden identisch war und darum gibt es hier keine Punktsymmetrie und auch keine Achsensymmetrie. Mehr Übungsaufgaben zu diesem Thema unten in der Videobeschreibung einfach reinziehen und dann kannst du es definitiv. Und ansonsten, falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.